Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem kleinen Spiel, was ich euch mal vorstellen möchte. Es handelt sich um das Spiel Dorfromantik. Ich habe es zum ersten Mal auf einem englischen Kanal gesehen. Was mich ein bisschen verwundert hatte, war, dass er halt den deutschen Titel da hatte. Aber wir Deutschen spielen ja auch Minecraft und World of Warcraft und Fortnite. Warum soll ich die Englischsprachigen auch mal Dorfromantik spielen? Und sich mit ihrer Zunge an diesem Wort versuchen, wo dann Sachen rauskommen wie Dorf Romantic. Ist das right? Dorf Romantic? I don't know. Nein, das war nicht richtig. Aber ja, es liegt als Demo vor. Und das Spiel wird im März erscheinen, 2021, bei Steam. Auch das Demo gibt es da, könnt ihr euch runterladen. Ja, es ist ein Kachel-Legespiel. Wir können 85 Kacheln legen, maximal. Hier haben wir 30 auf dem Stapel. Da können wir dann ein bisschen was dazu gewinnen, wenn wir Quests erfolgreich erfüllen. Und wir müssen darauf achten, dass wir Kacheln zusammenpacken, die ähnlichen Inhalt haben. Zum Beispiel jetzt diese Eisenbahn hier. Mit der nächsten Eisenbahn, die da unten drunter ist, zusammenpacken. Also, wir können mit der rechten Maustaste die Kachel jeweils drehen. Wir können, wenn wir hier in diesem hellblauen Feld mit der rechten Maustaste das ganze Ding drehen. Wir können mit der linken Maustaste links und rechts. Und wir können mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Das gleiche gilt dann mit den WASD-Tasten auf dem Keyboard, auf der Tastatur. So, da fangen wir mal an. Es geht darum, möglichst viele Punkte zu erzielen und möglichst viele Kacheln anzulegen. Und wir haben, wie gesagt, maximal 85. Im Moment haben wir 30. Mal sehen, wie viel wir da kriegen. Also, starten wir einfach mal. Das war die erste Kachel hier. Die erste Quest ist, wir müssen noch drei Gleise anlegen. Hier haben wir jetzt auch noch eine Quest. Auf dieser Kachel auch drei Gleise anlegen. Und wenn wir die hier anlegen, haben wir schon einen jeweils angelegt, sodass wir nur noch zwei machen müssen. Das gleiche gilt für Wasser. Wir tun mal das Wasser hier hin oder machen wir es hier hin? Ja. Na, nicht so dicht beieinander. So, das Schiff möchte gern auch noch zwei Wasser haben. Wenn wir jetzt hier diesen See anlegen, dann haben wir noch einen übrig. So, wir haben noch 26 Kacheln. Hier haben wir jetzt Grasland, Acker und Häuser. Anlegen können wir die hier nicht. Aber wir können zum Beispiel da was anlegen. Ne? Dann haben wir hier die Möglichkeit, alle Windmühlen hinzustellen. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Dorf hinzustellen. Ja. Wir können noch 6. Ja, diese Quest heißt also noch 2 Felder oder mehr. Hier sind es noch 6 Felder oder mehr. Dann machen wir doch einfach mal so hin, wenn die Felder hier heller werden. Gibt es auch noch extra Punkte. So. Noch 22 Kacheln. So, wir haben jetzt hier wieder ein Feld mit Feld, ja. Und man sieht, da wird die erste Quest erfüllt hier. Das ist hier die Quest von der Windmühle, die möchte gerne noch eine. Ja, aber das wird dann schon 1 plus. Wir warten mal, bis wir hier irgendwo 2 hinbekommen. In der Zwischenzeit werden wir hier das hier entpacken. So, da haben wir 2 Felder. Das sieht schon besser aus. Und dann kriegen wir auch tatsächlich beide Quests erfüllt.
Man kann auch hier anlegen. Ja, da gibt es aber keine Punkte dafür. Aber wir können hier ja noch Felder anlegen. Zum Beispiel jetzt und haben dann diese Quest schon mal erfüllt. Es gibt ein paar Kacheln mehr und wir haben auch ein paar Punkte mehr. Und jetzt geht es weiter mit der Eisenbahn. Da gibt es Punkte für die Eisenbahn. Wir können also noch 38 Kacheln legen inzwischen. Die beiden Häuser kann man zusammenpacken. Ja, hier noch ein bisschen Grasland, wo das mehr so aussieht wie, ja, wie überschwemmt, nicht? Das passt auch gut zusammen. Hier könnte man noch zwei Häuser. So, wo passen die Häuser hin? Haben wir hier nicht noch? Nein, das sind mehr als zwei Häuser. Also bitte nur zwei Häuser. Da steht ja kein Pluszeichen. Jetzt noch ein Haus. Und wir können hier den See anbringen. Und dann haben wir hier diese Quest erfüllt. So, da ist wieder eine Eisenbahn. Noch drei mehr will er haben. So, was geht hier ab? Ein Haus. Oh, so eine wilde Eisenbahn hier. Okay. Ja, auch Wälder. Da gibt es dann irgendwann Punkte für. So, jetzt brauchen wir vier Felder und neun Eisenbahnen. Insgesamt, wir haben hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 angelegt, sodass wir da schon dann von den neun, 3, 6, 9 erfüllt haben. Haben wir also noch welche übrig. Und dann können wir auch hier, ja, der braucht noch einen mindestens, und den setzen wir hier an. Haben wir schon ein schönes Streckennetz aufgebaut. So, wie geht's weiter? Ein Haus. Ja, das passt hier hin. Das Haus zählt nicht, weil dazwischen Wald ist, ne? So. Und insofern war das sehr schön. Jetzt brauchen wir drei. Die werden wir hier nicht erfüllen können. Naja, da können wir alles Mögliche anlegen. Das ist gut. Also sowohl Wasser als auch Eisenbahn. Hier mal ein bisschen Wald wieder übrig. So, ja, das ist natürlich kein Action. Das passt hier schön hin. Ja. Das ist natürlich kein Actionspiel. Ist völlig klar. Ne? Also ein ruhiges Spiel. Ein sehr ruhiges Spiel. Hier können wir den Wald hinpacken. Jawohl. Da haben wir wieder drei. Gut. Da gibt es wieder eine Quest von der Seite aus. 1390 Punkte inzwischen und noch 43. So, und da. Brauchen wir nur ein Feld, und das kriegen wir so natürlich nicht. Da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Sieben Gewässer, wir haben schon fünf. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir ja, machen wir das so, dann haben wir die Eisenbahnquest fertig und hier brauchen wir dann noch mal ein Gewässer, hier brauchen wir noch ein Feld und hier brauchen wir noch sieben Felder. An Häusern haben wir im Moment keinen Bedarf.
Aber hier sieht man, wie das wächst und gedeiht. So, die Wasserquest ist erfüllt. Prima, jetzt haben wir noch wieder Eisenbahn mehr. Und noch mehr Eisenbahn. Nochmal 7. So, was haben wir hier? Gewässer. 16 Eisenbahnen. Wir haben schon 12. Oh, jetzt gibt es sogar 3. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen, oder? Ja. Die fahren zusammen teilweise. So, was haben wir wieder? Wald hier. Hier ist unser großer Wald auf der Seite. Da haben wir links ja auch noch Wald. Und hier brauchen wir ein Feld und das kriegen wir hier. Wunderbar. Ein bisschen Grünzeug oder Moor. Also hier sieht es echt aus wie Moor. Während es hier immer so aussieht wie wie Grasland, ne? So. So, die Lok möchte noch 3 haben und das Feld möchte noch 4 haben. Wir brauchen 16 Häuser mindestens. Da haben wir schon einige zusammen, 11 Stück. So, lassen wir jetzt hier noch 5 haben. Das brauchen wir, können wir zusammenpacken und hier haben wir zwei. Wieso wird das höher hier? Upsa, Vorsicht. So, jetzt noch ein Feld. Da haben wir noch eine Eisenbahn. Da müssen wir mal rüber. So. Soll man da noch mehr Eisenbahnen? Prima, jawohl, das, die Quest ist erfüllt worden. Wir haben noch 39 Kacheln und mehr gibt es auch nicht, weil wir nur noch 39 Kacheln maximal haben können in dieser Demo. So, hier ein paar Häuschen. Wo können wir die nächste Eisenbahn ansetzen? Da haben wir gar keine Möglichkeit. Also müssen wir hier irgendwie... Ach Quatsch, die Eisenbahn haben wir noch gar nicht. So, dann setzen wir mal hier das Grasland, aber die Eisenbahn haben wir hier. Die können wir natürlich ansetzen, hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, da ist wieder links eine Quest erfüllt und dann noch wieder ein Haus und ein Kanal. Nee, das war nur Kanal, hier haben wir noch Häuschen, ja. Da können wir es schlecht ansetzen, weil wir hier sonst die Quest nicht mehr erfüllen können. So. Und noch ein See. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas Verkehrtes auf jeden Fall. So, hier noch 4 Häuser und da noch 4 Häuser plus mindestens 4 Häuser. Und hier können wir dann, ja, machen wir das mal so. Eine Eisenbahn wieder. Ist eine Eisenbahn-Quest aktuell? Nein. So, dann haben wir noch ein. Ja, die tun wir hier hin. Das Feld, dann haben wir gleich 2 Quests erfüllt da unten. Prima. Jetzt haben wir noch... Wir hätten noch 43 Kacheln
haben wir natürlich nicht mehr, wir haben nur noch 18. Es ist ja eine Demo. So, was ist das? Eisenbahn. Dann haben wir hier noch ein Haus und noch ein paar Felder. So, und hier haben wir jetzt 4 Häuser auf dieser Kachel. Na, man sieht das und das passt hier wunderbar hin. Quest erfüllt. Perfekt. So, und jetzt haben wir noch ein Haus wieder. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, warum wir da eine Quest erfüllt hatten. Okay, jetzt brauchen wir wieder 5. Das ist zu viel. Bäume. Wir haben doch hier schon sehr viele Bäume. Hier bräuchten wir noch 19. Prima. 50 plus. Wunderbar. Hier brauchen wir noch 2 Bäume. Wir brauchen da noch 6 Häuser. Das wird nichts. Das wird an dieser Stelle alles nichts. So, da ist Eisenbahn. Nachher werden wir hier die Eisenbahn weiter bauen auf der Seite. Ah, so ein schöner Kreisverkehr. So, wir haben jetzt noch 7. Die 40, die wir noch haben könnten. Kommen wir natürlich hier nicht in der Demo. 21 Häuser. Ja. So. Und hier noch. Da könnte man noch eine Quest erfüllen. Da brauchen wir noch ein Feld. Und das haben wir hier. Wunderbar. Ein bisschen Wasser. Noch ein Haus. Das tun wir hier hin. Ja, und damit sind wir mit den 85 Kacheln durch. Die Demo ist zu Ende. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal alles Gute. Das war die Demo. Das Spiel kommt eben ab im März 2021 raus. Schaut bei Steam nach, falls ihr das den Steam habt. Weiß ich ja nicht. Ein sehr ruhiges Städteaufbau-Kachenlegespiel oder wie man immer das nennen möchte. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge dieser Reihe. Irgendwann mal wieder. Tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Macht's gut.